Ja, lass uns einfach mal ein paar Minuten in Stille verbringen. Herzlich willkommen zum Satsang. Ja, lass uns mal schauen, wie es ist, wenn in dir überhaupt kein Impuls auftaucht. Irgendwohin. Also keinerlei Orientierung hin zur Stille, weg von der Persönlichkeit. Kein Versuch, irgendwelche Verwundungen, Verletzungen zu kompensieren. Kein Wunsch, frei zu sein. Kein Beklagen. Wenn nichts in dir auftaucht, gib dem einfach mal einen Moment Raum, dass du keinem Impuls, welcher auch immer es sein mag, in dir erlaubst, aufzutauchen. Das heißt, deine Aufmerksamkeit geht nirgendwo hin.
noch nicht mal dahin, dass sie nirgendwo hingeht. Nicht der Versuch, hier zu sein. Auch nicht dem entkommen wollen. Schon gar nicht versuchen, still zu sein. Gedanken haben zu wollen. Oder keine Gefühle. Ja, wenn nichts unternommen wird, dann ist auch niemand da, der etwas unternehmen muss, um ein Niemand zu sein oder ein besonderer Jemand. Dann gibt es keine Trennung, keine Unterschiede, keine Idee, dass etwas anders sein muss, kein Versuch, sich zu befreien, denn dann gibt es auch keine Gefangenschaft. Wir nennen das Non-Dualität. Oder einfach sein. Dafür braucht es niemanden. Aber um etwas zu unternehmen und daraus einen Vorteil zu erwirtschaften, braucht es die Idee eines jemanden. Und das ist das Leben, was die meisten Menschen leben. Aber wir kennen ja Momente wie diesen hier oder auch im Tiefschlaf, wo es niemanden gibt für uns. Wir könnten sagen, wo wir uns selber nicht kennen, als eine persönliche Struktur. Das heißt, es gibt dich als das Reine, frei von der Person, und es gibt dich als die Idee, die das, was frei ist, von der Person nicht kennt. Jetzt sieht das so aus, als könnte man sich entscheiden. Aber kannst du dich entscheiden, wenn du nicht jemand bist, der irgendwas unternimmt? Kannst du dich entscheiden, wenn du nicht bestimmst, was du tust? Somit geschieht auch, dass deine Aufmerksamkeit sich einmal identifiziert, einmal nicht. Es geschieht. So wie jetzt einfach sein ist, auch das geschieht. Wenn sein geschieht, dann geschiehst du nicht als persönliche Struktur. Das ist die Schwierigkeit der Einfachheit. Dass es
für dich meistens zu einfach ist, einfach nur zu sein. Weil dir dann diese Idee einer Bedeutung fehlt, die du meinst haben zu müssen, um dich zu erhalten, zu bewahren oder den Minderwert nicht zu spüren, der durch die Idee von Trennung kommt. Um das zu sein, was ist, braucht es niemanden. Es braucht auch niemanden, um zu tun, als wäre man jemand. Denn all das ist nur das Geschehen im Bewusstsein. Da ist niemals etwas Persönliches. Es gibt keinen Moment in diesem Universum, in dem irgendwas persönlich ist. Es wird aber so genommen. Also gilt es herauszufinden, wer oder was das persönlich nimmt. Und dem zu entdecken, möglicherweise, oder eben nicht, in dem Versuch, den zu finden, der glaubt, dass er jemand ist. Wenn du dich nirgendwo findest, dann hört diese Idee auf, dich suchen zu müssen. Und du kannst es in jedem Moment, so wie jetzt, indem du keiner Vorstellung folgst, sondern einfach weißt, in dem Moment, wo ich mich irgendwohin orientiere, folgt darauf, dass eine Idee entsteht, die als ein Etwas existiert. In dem, was du bist, gibt es keinen Impuls, irgendwo hinzugehen. Gar kein.
Wie anstrengend ist das? Wie schaffst du es, dich dafür zu qualifizieren? Wie viel Anstrengung musst du aufwenden, um anstrengungslos einfach zu sein? Wie viele Defizite musst du ausräumen? Und wie viel musst du dich qualifizieren und verbessern? Oder die Welt, inwieweit muss die Welt sich verbessern, damit du einfach bist? Das sind die Programme, die laufen. Ich weiß, ich bin das selbst. Ich muss nur noch 40 Jahre meditieren, wenn ich so lange lebe. Dann bin ich es ganz gewiss.
Wir können gerne schauen, ob es Fragen gibt. Aus Versehen passiert, dass wir in Stille gefallen sind. War nicht so beabsichtigt. Also, wenn euch danach ist, könnt ihr was sagen. Wie du magst, du kannst hier sitzen. Wir können auch tauschen. Nein, ich setze mich einfach hier hin. Okay. Ich will mich hinsetzen. Okay. Namaste. Namaste. Ich habe nur eine kleine Frage. Gibt es kleine Fragen? Bitte? Gibt es kleine Fragen? Vielleicht nur in der Dualität. Weiß immer erst später, ob es eine kleine war. Meine Erfahrung ist immer, wenn jemand sagt, ich habe eine kleine Frage, dann verbirgt sich dahinter ein unglaubliches Paket an Themen. Schauen wir mal. Also, mir ist aufgefallen, dass viele westliche Lehrer das Fühlen und im Körpersein sehr betonen. Eckhart Tolle schreibt darüber, den Schmerzkörper aufzulösen. Er gibt dem eine wichtige Rolle oder bedeutungsvolle Rolle in der spirituellen Entwicklung. Und meine Frage ist, wie siehst du dieses Fühlen im Körper sein? Wie stehst du da dazu? Weil deine Theorien sind mehr wissensbasiert, würde ich sagen, so wie ich das auffasse. Okay. Du meinst, da kommt der Körper zu kurz, der arme Körper? Das Fühlen vielleicht. Das Fühlen vielleicht. Ja, das sehe ich ganz anders, denn wenn es gelingt zu verstehen, dass es nicht sinnvoll ist, bestimmte Anstrengungen zu unternehmen, dann bist du eigentlich automatisch präsent. Und das heißt, du wehrst dich nicht gegen das, was dein Körper ausdrückt. Und ein Aspekt davon sind Gefühle. Die meisten Menschen beschäftigen sich dann damit, wenn sie auftauchen. Und die, die auftauchen, die angenehm sind, sind ja kein Thema. Aber die, die unangenehm sind. Und da ist meist ein Reflex, ein Widerstand dagegen, dass sie da sein können. Wenn deine Aufmerksamkeit in dir selbst verankert ist, gibt es keine Möglichkeit, dich gleichzeitig gegen Gefühle zu wehren. Und von daher ist das die größte Öffnung in das Fühlen und auch, dass der Körper da sein und so sein kann und darf, wie er ist. Und wichtig ist, den Körper im Blick zu haben, in Bezug auf darin präsent zu sein, wenn man jemand ist, der traumatisiert ist oder aus irgendeinem Grund innerer Überzeugung heraus den Körper ablehnt. Viele tun das unbewusst. Und dann müssen sie sich ganz primär erstmal darauf besinnen, da zu sein und zu schauen, was der Körper für sie ist und sie auch in einer bestimmten Art und Weise ihn annehmen als eben Residenz von einem selbst sozusagen, als Behausung von Bewusstsein. Aber das sind bestimmte Phasen und wenn es dann um die Wahrheit geht, weißt du, wenn man diese Phasen hinter sich hat, dass man diese grundlegenden Geschichten für sich geklärt hat, dann gilt es, sich davon zu lösen, dass man der Körper ist, sofern man Freiheit will, ja, sich als frei erkennen will, dann erworben. Also es hat alles seine Berechtigung und seine Bedeutung auch, aber die Sache ist die, wenn es um deine Natur geht, ist es wichtig, sich von den Anhaftungen zu lösen, die wir nicht sind. Und wir sind nun mal nicht die Form.
Also wenn du jetzt dann ständig den Fokus auf der Form hast, wie willst du dann für dich selber verstehen, dass du nicht die Form bist, ja, wenn du ständig im Fühlen bist? Und vielleicht müssen wir da den Begriff Fühlen nochmal erläutern, so wie ich ihn verstehe. Viele Menschen meinen, sie fühlen, niemand fühlt. Niemand fühlt wirklich. Das ist kein aktiver Vorgang, sondern das ist das Registrieren davon, dass sich im Körper etwas bewegt. Und je nachdem, wie diese Bewegung ausfällt, interpretieren wir die so oder so, ist angenehm oder unangenehm. Aber grundsätzlich ist es das Wahrnehmen davon, es passiert was im Körper, das ist ein Gefühl. Es ist das Wahrnehmen davon, es taucht ein Gedanke auf. Ja? Und wenn du auf der Ebene bleibst, wehrst du nichts ab von dem, was im Körper ist, und bist gleichzeitig frei von dem, was da auftaucht. Daher würde ich nicht diese Empfehlung aussprechen, spür dauernd, was in deinem Körper ist. Außer es ist jemand, wie gesagt, der das sein Leben lang verweigert hat und überhaupt nicht, also ständig in der Abwehr gegen die Form ist und dann sich auch letzten Endes nicht seiner Natur widmen kann, wenn er das nicht transzendiert hat. Das ergibt Sinn für mich. Macht das Ganze ein bisschen runder. Was macht's runder? Meine Höhenflüge, meine Wissenshöhenflüge. Ja, ein bisschen vielleicht. Gerade noch mal Glück gehabt jetzt. Du sagtest, dass man nicht der Körper ist und das quasi darauf ein Stück weit achten soll, dass man sich nicht als den Körper sieht. Aber das ist ja auch nur ein Teil der Wahrheit, weil man ist auch der Körper. Oder? Bewusstsein spielt die Rolle, dass es in einem Körper ein bestimmter Ausdruck ist von irgendeiner ganz bestimmten Prägung, die verschieden ist von allen anderen Prägungen. Das nennt man dann Individualität. Aber tatsächlich ist das, was in uns Leid bewirkt, wenn wir glauben, dass wir das sind. Aber das muss jeder für sich selber schauen, inwieweit das der Fall ist, inwieweit die Anhaftung an den Körper Leid oder nicht Leid bewirkt. Und das Prinzip der Anhaftung an den Körper ist natürlich, dass wenn du glaubst, dass du der Körper bist, auch wenn das nur vielleicht zur Hälfte ist, weißt du, du sagst, zur Hälfte bin ich Körper, zur Hälfte bin ich das andere, dann ist es doch so, dass du ständig vom Tod bedroht bist. Und das ist eine der Hauptbeschäftigungen eines Individuums, zu schauen, dass es das vermeidet, was nicht vermeidbar ist, was in jedem Moment passieren kann und auch muss irgendwann. Also man lebt ständig in der Angst, und der zweite Faktor ist der, dass man, weil man sich als Körper sieht, sich dann nicht als das kennt, was frei ist von jeder Form und keine Begrenzung kennt. Und auch dann, wenn es sich für dich zeigt, was du bist, dann Zufriedenheit ist, die ja der Mensch anstrebt. Das heißt, du hast dann neben dem Prinzip Angst auch noch das Prinzip Minderwert. Und das sind deine beiden Hauptbeschäftigungsthemen, kann man sagen. Und da man die nicht aushalten kann, weil man ja weiß, im Unterbewusstsein, eigentlich stimmt das alles hier nicht, hat man also ständig damit zu tun, die Probleme, die eigentlich nicht da sind, wenn man versteht, worum es geht, zu lösen. Beziehungsweise erst schafft man sie sich oder tauchen sie auf als Problem, und dann ist man dabei, die zu lösen. Das hat mit Freiheit nichts zu tun. Der Punkt, den ich machen wollte, war der, es gibt ja den Ansatz, alles auf Distanz zu halten, netti netti, ich bin nicht das, ich bin nicht dies, ich bin nicht die Erscheinung, Erscheinung kann ich nicht sein. Und der andere Ansatz, ich bin alles, was erscheint, und jenseits von dem, also der Weg der Integration und der Weg der Separation sozusagen. Und ich merke, wenn ich den Weg der Separation wähle und gehe und sage, ich bin nicht dies, ich bin nicht das, das kostet mich irgendwie auch Energie und erzeugt irgendwie Widerstand. Ja, das kann sein, weil du ja auch doch mit der Form noch so identifiziert bist, dass du sie verteidigst, und das ist auch okay. Dann müsstest du, wenn du einen Zweck verfolgst, welchen weiß ich im Moment noch nicht, weil du ja sagst, du bestehst noch darauf, der Körper zu sein, wenn es dir um Freiheit geht, müsstest du den in irgendeiner Form transzendieren.
und oder sehen, dass du jenseits des Körpers bist. Und von daher müsstest du dann eine andere Form wählen, dich deiner selbst zu widmen, als das Neti-Neti, weil für dich ist das die Ablehnung von dem, was wir nicht sind. Das muss man richtig verstehen, weil das heißt eigentlich nur, das ist ein Prinzip der Unterscheidung, sodass du dann für dich mehr und mehr verstehst, dass du nicht die Form bist, indem du sagst, das bin ich nicht, das bin ich nicht, das bin ich nicht, auch die Form bin ich nicht, nichts bin ich. Das ist nur eine Phase, in der du für dich das übst quasi und dich versuchst zu lösen in aktiver Form. Und dann kommt dabei nicht heraus, dass du eine Trennung schaffst, sondern je mehr du dich frei von der Form erkennst, ist das Spannende, dass du eigentlich dann alles, was Form ist und alles, was sich hier als Täuschung zeigt, integrierst, weil da keine Ablehnung davon ist. Und das ist Advaita tatsächlich, dass es keine Trennung macht, aber als für eine Phase einfach eine Unterscheidung trifft, okay, das bin ich und das bin ich nicht, das bin ich, das bin ich nicht. Denn sonst bleibst du immer auf der Seite, wo du mit der Form identifiziert bist. Und das ist schwer, das einfach so zu lösen, ohne da irgendeine Form von Unterscheidung zu machen. Das ist also nicht, dass man sich davon trennt im Sinne davon, sondern man unterscheidet nur, was wirklich ist und was nicht wirklich ist oder was man ist und was man nicht ist. Mhm. Geht nicht um Trennung. Und Advaita heißt auch nicht, ich sage, die Welt gibt es nicht, denn die Form gibt es nicht und so weiter, und so, sondern Advaita, wenn man wirklich versteht, was man ist, dann, wie gesagt, gibt es diese Trennung nicht und man sieht, aha, Welt, das ist nicht das, was ich bin, Körper ist nicht, das ich bin, das ist alles eine Täuschung, existiert nicht wirklich sogar. Aber es hat eine bestimmte Berechtigung, weil ich ja sagen muss, Neti Neti, ist es nicht da, also muss ich dann irgendwo sagen, okay, für mich aus meiner Perspektive ist es nicht da, aber es hat eine Relevanz, weil ich davon sprechen muss, dass es nicht da ist, dafür muss es in irgendeiner Form da sein, dass ich sagen kann, es ist nicht real, es ist nicht wirklich. Ja, von daher ist wirklich Advaita nicht, zumindest so wie ich es verstehe, das Ablehnen von dem, was die Welt ist, sondern das einfach nur an seine richtige Stelle setzen. Ja, die Welt ist nicht da, sie ist aber eine Täuschung, so wie sie ist, weil sie ist nicht permanent, sie ist nicht real in dem Sinne, dass sie ständig da ist. Und das, was wirklich real ist, ist niemals nicht da und das ist meine Natur. Und wenn man sich als das erkennt, kann man sich nicht mehr als ein Teil dieser Welt erkennen. Das ist unmöglich. Dann weißt du für dich, du bist nicht der Körper. Das heißt nicht, dass du ihn dann versauern lässt, verhungern, verdursten und so weiter. Das heißt es nicht. Mhm. Danke. Gerne. So viel zu der kleinen Frage. Kleiner advaitischer Rundumschlag. Aber danke. Mich würde dann interessieren, um da direkt anzuhalten, wo ihr jetzt gerade aufgehört habt, könntest du was erzählen darüber, wer du oder was du dann für dich bist? Wer bist du? Und in welchem Verhältnis stehst du zu Muni? Wer ist dann Muni für dich? Okay. Ja, das, was hier auftritt als Muni, ist eine Erscheinung im Bewusstsein, die eine bestimmte Rolle spielt. Und das, was Muni ist, ist Freiheit. Freiheit von der Idee, frei sein zu wollen oder zu müssen. Also dürfte man sagen, das höchste Geschenk, das du erhalten hast, ist die dass Freiheit. Ich keins erhalten habe. Bitte? Ist, dass ich keins erhalten habe. Okay. Ist die Erkenntnis dessen, was Identität ist, was also als das, als was ich immer bin, zu wissen, dass es so ist. Nochmal bitte? Das, mich als das zu sehen, was ich immer bin und das zu wissen. Also die Gewissheit darüber zu haben und dass es sich nicht als einen Aspekt in einer Form von Erscheinung oder von Erfahrung zeigt, sondern dass es so ist und bleibt.
Und die Worte, die du jetzt benutzt, das ist die größte Annäherung, die du schaffst, um das tatsächlich zu beschreiben. Also das Wort, das in mir aufkäme, wäre, du bist das Nichts oder du bist quasi sozusagen eigentlich unbeschreibbar. Also Worte reichen nicht aus. Man müsste eigentlich schweigen, um zu beschreiben, was du in Wirklichkeit bist. Hätte dir das dann geholfen? Ja, so, letztendlich stelle ich mir das schon so vor, dass wenn die Frage geklärt ist, dann ist tatsächlich Stille. Interessant wäre, ob Begehren oder Verlangen oder Wollen noch auftauchen und sich einfach auflösen, wie Blasen im Gegensatz zu dem, was normalerweise geschieht. Man hält es, es behält seine Form, also sei es ein Wollen, ein Verlangen, ein Bedürfnis, ein Gefühl von einer Not oder wie auch immer. So wie du es beschreibst, ich könnte mich fragen, ich könnte mir vorstellen, die tauchen auf, aber sie lösen sich auf wie Wölkchen, wenn du sie nicht willentlich halten würdest, was du wahrscheinlich nicht mehr machst. Ja, das geht nicht, weil dieser Aspekt, der die Tendenz hatte, vorher zu halten, ist nicht. Bitte? Der ist nicht. Die Tendenz? Dieser Aspekt, der versucht hat zu halten, ist nicht. Wenn dieser Aspekt, es ihn halten zu wollen, stets noch präsent ist. Wenn er präsent ist, dann nennen wir das Persönlichkeit. Genau. Und wie lösen wir den auf? Indem wir nicht versuchen, ihn aufzulösen. Weil der Aspekt dann für dich einen Wahrheitsgehalt bekommt, den er nicht hat. Also es ist ja nur eine Idee. Also eine geistige Fiktion, können wir sagen. Die sich aber aufgrund dieser Idee dann als eine Energie entfaltet hat mit der Zeit, die dann so etwas wie ein Eigenleben zu führen scheint. Aber sich jederzeit wieder auflösen kann. Wir könnten jetzt sagen, wir müssen aktiv dagegen vorgehen. Ja. Wer geht aktiv dagegen vor? Wer tut was? Wenn überhaupt. Es erscheint ja so. Das ist nur dieser Aspekt selbst, der sich dann nicht wirklich wegrationalisieren möchte oder wegüben. Ja, es ist ein gewisser Automatismus, man könnte es auch Zwang nennen mit dem Spiel. Also das Ding läuft ja entweder oder es läuft eben nicht. Und deswegen die Frage des Fragenden ist ja die des zwanghaft Besessenen, könnte man schon fast sagen, der in diesem Ding drin ist und dann die Frage aber stellt, hallo, Hilfe, wie kann ich dieses Automatische ausschalten? Irgendeiner muss ja quasi diesen Schalter schalten. Und ich kenne es bei mir, ein Ansatz ist quasi, mich zu verweigern. Und die Verweigerung ist so eine Art Nichtstun. Das ist so eine Art, also es ist nicht ein Wirken, es ist wie ein Zurücktreten, aber es ist irgendwie noch sanfter. Weil das wirkliche aktive Zurücktreten funktioniert ja nicht, weil das wieder so willentlich ist. Es muss so eine Art Zurücktreten sein, die letztendlich verzichtet auf ein Ergebnis. Ja, aber wer kann das wollen, der ja immer auf ein Ergebnis aus ist? Weißt du, will dieser Aspekt, der immer auf ein Ergebnis aus ist, jetzt darauf verzichten? Dann nur um eines weiteren Ergebnisses willen. Und dann sind wir wieder in dem Dilemma, dass dasselbe läuft wie immer. Genau, nur auf der scheinbar spirituellen Ebene. Was wäre denn dann der subtile Schritt, um aus diesem Dilemma rauszukommen? Gar nichts zu unternehmen. Also gar nichts. Wenn das dann gelänge. Tatsächlich ist aber so, dass das System nun mal sich auf Handlung fixiert hat und sich dadurch definiert. Und die Handlung aber dahin geht, dass dann die Idee aufkommt, durch das, was Handlung in mir ist, taucht die Idee von Gefangensein auf. Und jetzt will ich aber davon frei sein. Also müsste man dann aufhören prinzipiell, das wäre das Grundprinzip, ich sage nicht, dass man das kann, aber man müsste mit dem aufhören, was dich einschränkt und dir die Idee verleiht, du bist ein jemand, der du nicht bist und dieser scheinbare jemand muss sich jetzt befreien. Solange du das aber glaubst, kannst du dann sagen, okay, dann ich komme so nicht raus, also beschäftige ich diesen Aspekt und das sagt der Aspekt natürlich selber, wer sonst, ich beschäftige mich jetzt nicht mehr mit mir, ja, ist aber voll dabei, weil er ja derjenige ist, der sich damit beschäftigt. Und ich besinne mich jetzt auf das Höchste. Damit passiert tatsächlich, dass dann, wenn das geschieht, dieser persönliche Aspekt nicht mehr so viel Energie bekommt wie davor. Und dann geschieht eine scheinbare Loslösung. Das wäre eine Möglichkeit. Also dass dieser Aspekt sich selbst beschäftigt. Aber das tut er nicht gerne von sich aus.
Daher muss, wenn über viele Jahre hinweg diese scheinbare Ich-Struktur sich aufgebaut hat, muss ein Teil davon schon mal sich aufgelöst haben, von alleine oder ich weiß nicht durch was, weil es ja niemand, der da an dem Rad dreht, sodass dann schon nicht mehr so viel von der Persönlichkeitsstruktur da ist, die ihr eigenes Spiel spielen kann. Und wenn das so ist, dann ist meine Kenntnis die, dass je weniger davon ist, umso mehr ist die Tendenz, sich dann dem zu widmen, was diese Ich-Struktur nicht ist oder wozu man dann sagen kann, was ich wirklich bin. Ja. Das wird praktisch, wird dieser Ego-Mechanismus dazu gezwungen, sich auf das zu besinnen, was ihn selber dann möglicherweise auflöst, weiß ich nicht. Zumindest nicht mehr in der Form bedient wie davor. Das wäre die Grundstruktur, das Prinzip. Aber wer kann das machen? Es geschieht oder nicht? Weil, wie gesagt, also diese Ich-Struktur, die ist so radikal in der Selbsterhaltung, dass sie natürlich kein Interesse hat, sich aufzulösen. Daher ist es ein Geschehen. Und ich sage immer wieder dazu, wenn es denn ansteht, dann passiert es. Diese Loslösung oder das Interesse an dem, was frei ist von dieser Ich-Struktur. Was durch die Ich-Struktur ausgedrückt werden muss. Von daher ist deine Idee, dass dann Verweigerung ist oder Zurückziehen oder die Idee, dass es jetzt ein sanfteres Zurückziehen gibt, mag sein, dass es sich so in dir zeigt, kann sein, aber machen kann man das nicht, indem man die Idee hat. So okay. Wie man nicht machen kann, dass man akzeptiert, dass bestimmte Dinge passieren und man da nicht mehr einsteigt. Man kann wissen, dass es klug ist, da nicht mehr einzusteigen auf die persönlichen Aspekte, aber passiert trotzdem. Na gut, man meint ja schon noch lernen zu können. Also ich für meinen Teil komme halt einerseits her, ich habe keine Erklärung dafür, das ist jetzt einfach so passiert, aber jetzt im Moment ist die Motivation schon die, dass da irgendetwas vermittelt wird, was sich dann irgendwie fest irgendwie einnisten darf. Und dass ich mir schon bewusst bin, dass ich es auch ein Stück weit mit steuern darf, kann, ob sich das einnisten darf beispielsweise, indem ich einfach offen dafür bin oder nicht. Und das ist ja eine vermeintlich bewusste Entscheidung, die man tagtäglich trifft. Wenn man sich morgens im Spiegel begegnet, kann man ein Stück weit entscheiden. Vermeintlich. Vermeintlich, ja. Genau. Du sagst es selber, vermeintlich bewusst. Ja, da stimme ich zu. Vermeintlich bewusst oder vermeintlich entscheiden. Es wäre gut herauszufinden, ob es eine freie Entscheidung gibt überhaupt in irgendeinem Moment oder ob es nicht einfach geschieht, was geschieht. Und dann müssten wir jetzt sagen, radikal, sorry, geht nichts zu machen in Bezug auf Freiheit. Ja? Stimmt auch. Ist auch deine Erfahrung. Also du bist eigentlich nicht frei in die aus freien Stücken in die Freiheit. Auf keinen Fall. Du bist einfach in die Freiheit geworfen. Wir könnten sagen, ich hatte immer das Interesse an dem, was frei ist, von dem, was so läuft, auch in mir. Ich wusste aber nicht, worauf das hinauslaufen könnte und wäre nie auf die Idee gekommen, dass das ist, was jetzt ist. Niemals. Und auch bei dem ersten Lehrer, bei dem ich war, hätte ich das nie gedacht. Aber es war dann dennoch so. Das war nicht mit einer Idee verbunden, dass da was dabei rauskommen muss oder dass da jemand ist, der mich jetzt befreit. Ich habe nur gehört, dass da jemand ist, der erleuchtet sein soll und da sollte ich mal hingehen. Ja. Ja. Und dann geschah dieses Hingehen und die Begeisterung darüber. Und dann war das ganz schnell Realität, woran ich nie gedacht habe. Ja. Also unschuldig ist gut zu sein, unschuldig im Satzern zu sein. Aber wer sitzt schon unschuldig im Satzern? Die meisten sind derart vorgebildet, ja, haben Ideen davon und was man tun sollte, nicht tun. Und manche sagen, ich habe ja keinen freien Willen, aber handeln danach, als hätten sie einen. Es gibt ja nichts weiter für mich zu tun, weil ich weiß ja sowieso schon, ich habe ja alles schon gelesen und wissen viele mehr sogar als ich weiß, ganz klar, oder als viele andere Lehrer auch, alle zusammen vielleicht sogar. Aber da ist dann nicht mehr dieses Unbekümmerte einfach, da bin ich und Offenheit einfach, weil ja keine Idee da ist.
was geschehen sollte. Ja, und wenn dann keine Impulse auftauchen, wie in Form von Angst oder Bedrohung, ja, dann ist man einfach und dann ist die Tür vielleicht offen. Deswegen, man kann jetzt einen Satz angehen und sagen, ich bin halt heute mal ganz offen. Offenheit ist dann, wenn sie geschieht. Und die Idee, dass man erlaubt, dass jetzt Gefühle da sein dürfen oder Gedanken oder was auch immer, ist nur eine Idee. Mehr ist es nicht. Somit dann kommen natürlich auch diese Gedanken wie, ja, ich habe keinen freien Willen, ja, dann kann ich ja gar nichts tun. Dann meint man jetzt dann, wenn man das jetzt gehört hat, sitzt man nur noch rum und macht nichts. Ja, man macht genauso wie vorher auch. Weil man nicht bestimmt, ob man rumsitzt oder nicht, aber auch selbst die Idee rumzusitzen ist noch nicht mal die eigene. Nichts mehr zu tun. Gibt auch Lehrer, die sagen, du hast keine freie Wahl, ganz klar, aber du kannst dich entscheiden, ob du frei sein willst oder nicht. Ja? Das ist die einzige. Ja, das ist nicht stimmig. Das ist nicht so. Du kannst auch nicht jetzt hier rausgehen und sagen, der Muni hat gesagt, es gibt keine freie Wahl, also lebe ich jetzt danach. Sondern solange du denkst, dass du eine hast, musst du danach leben, sonst wirst du Kirre. Und das ist der Unterschied von gelebtem Advaita, wenn die Verwirklichung in dir auftaucht, dann lebst du nicht mehr nach Konzepten oder denkst, ja, ich habe freie Wahl oder ich habe keine, sondern da ist einfach dein Ausdruck der, dass du einfach das ausdrückst, was ist, ohne dass da eine Instanz ist, die sagt, okay, das ist jetzt ganz okay, dass es jetzt so ist, wie es ist. Es ist überhaupt nicht da. Nicht existent. Und natürlich wird die Übung, die wir vorhin hier gemacht haben, oder was auch immer das war, tja, wissen wir auch nicht, warum sowas funktionieren kann, dass man sagt, okay, jetzt mach mal irgendwas oder mach's mal nicht. Das lässt sich für mich nur dadurch erklären, dass wir hier einfach sind und jeder, weil wir jetzt hier sind, eine bestimmte Öffnung hat dafür, die man nicht machen muss. Ist einfach da. Und dann gehen Dinge, die scheinbar nicht gehen. Weil ich kann niemanden, weißt du sagst dann, du willst hier sein und willst ein paar Infos und ein paar Dinge vielleicht verstehen, die du dann machst. Aber es wird sich dir hier nur das präsentieren, was in dir ist. Nichts von außen. Niemand kann dir irgendwas geben, was dir fremd wäre und du nimmst es dann an und setzt es um. Es gibt keine Möglichkeit zu manipulieren. Fantastisch, gute Nachrichten, finde ich. Manche würden gerne manipuliert werden. Sie sagen, ich bin jetzt hier beim Meister und der soll mich jetzt mal frei machen. Sagt ja, ich dachte ja, so wie man zum Arzt geht, machen Sie sich mal frei. Und sagt jetzt umgekehrt, Satsang-Lehrer, mach mich mal frei. Das geht nicht. Das ist unmöglich, wenn diese Öffnung nicht da ist. Ich habe das damals verstanden an dem Prinzip, als ich bei dem Lehrer seinen Namen sage ich jetzt nicht mehr, war und dann plötzlich in mir am zweiten Tag dieser Ausspruch kam, ich weiß, eines Tages werde ich frei sein. Oder erleuchtet sein, habe ich sogar gesagt. Und dann sagt er plötzlich, du kannst es auch jetzt haben. Und plötzlich war das so. Ja? War das Aufwachen, war da. Einfach weil diese Überzeugung so stark war, nicht weil der Lehrer jetzt irgendwas gemacht hätte. Er hat nur das gesagt, was dazugehört, von dem, was für mich anstand und wie auch in mir war. Kam nichts von außen, gar nichts. Einmal so klar gesehen, weiß es, kommt nichts von außen. Ich meine, gerne würde ich jetzt hier reinweise, aber no way, no way. Und es gibt ja auch diese Geschichte, wo ich glaube, es war Rumi, durch sein Dorf gegangen ist und hat gesagt, hier, überall angeklopft, ich gebe dir die Befreiung. Ich gebe dir, wenn du sie willst, du kriegst sie sofort. Niemand wollte sie haben. Das ist eine wahre Geschichte.
sagen wir besser, eine wahre Gegebenheit, weil bei Geschichte denkt ja jeder sofort, das ist nicht wahr. Es war. Keiner wollte es haben. Willst du wirklich frei sein? Ja, wenn das 100% wolltest, wäre es jetzt so. Verstehst du es? Wenn das 100% wolltest jetzt, wäre es so. Da laufen so viele Fühler noch in die Richtung, sich zu bestätigen als das, was man ist. Weil was ist denn dann, wenn ich nicht mehr bin? Ich glaube, ich bin dann nicht mehr. Ja, nicht mehr so in der Form wie davor, aber auch nicht jetzt komplett ein Monster oder ein Engel. Bewusstheit, die du bist, die bleibt immer, die ist immer da, die ist ja jetzt auch da. Und wie kannst du dir deiner selbst bewusst sein, wenn nicht Bewusstheit immer ist, als das, was du wirklich bist? Das ist ja das Verrückte, dass man eigentlich als Mensch sagt, die meisten zumindest, ich will nicht das sein, was ich wirklich bin. Ich bin lieber das hier, was mir Mühe bereitet und sich nicht gut anfühlt. Das sagt man, wenn man sich nicht kennt, unbewusst. Also schau, woran du hängst. Ja? Was es ist, woran du hängst. Wie wertvoll es ist. Und ob es dir immer zur Verfügung steht und ob es dich glücklich macht. Ich weiß, dass es dich nicht glücklich macht, aber es ist klar, dass du glaubst, dass es dich glücklich macht. Sogar das, was dich leiden lässt. Sogar das. Also müsstest du schauen, was verspreche ich mir von Leid? Oder von dem, so wie ich bin, obwohl es mir nicht so gefällt, dass ich so bin, wie ich bin, denn ich habe ja die Idee, ich will frei sein. Also wovon denn? Doch von dem. Man kann doch dem Bewusstsein keinen Streich spielen. Nein, wenn, dann nur es sich selbst. Das Bewusstsein spielt sich damit einen Streich, weil das dazugehört, dass das Spiel läuft und das ist das, was das Bewusstsein an sich selber faszinierend findet. Dass es sich versteckt als jemand, als was es wirklich ist und dann versucht, sich wieder zu finden, aber sagt, na, also jetzt nicht, vielleicht später mal oder nie. Bewusstsein spielt hier alle Rollen und ist damit voll beschäftigt. Und Vollbeschäftigung ist ja angestrebt, oder? Wir könnten sagen, wenn du nicht auf die Persönlichkeit schaust, dann schaut das selbst zu dir. Mit anderen Worten, dann schaust du in den Spiegel. Wolltest du was sagen? Ja. Okay. Aber da ist nichts im Spiegel. Ja. Was musst du dann bewahren? Aber etwas bewahrt. Etwas bewahrt? Eigentlich ist es nur ein großer Fluss an Kreativität, der durch
der durchfließen will. Also ich, und den kann man auch, also ich kann nur Platz machen für den Fluss an Kreativität. So. Und dann ist wer oder was, der dann Platz macht? Mhm. Und sich dadurch definiert, dass der Fluss so frei ist. Mhm. Ja. Heute erlaube ich es. Gestern ging es nicht so. Heute mache ich breiter. Ja. Der Anteil, der sich dieser ganzen Geschichten bedient, den gilt es zu erforschen. Und zu schauen, ob der, wenn du in den Spiegel schaust, ob der ist. Weiter, weil nichts ist nicht. Weißt du, es ist, viele sagen, da ist dann nichts. Das kann man so sehen, aber nur, wenn nicht tief genug geschaut ist, weil es ist nichts von der Persönlichkeit, wenn man genau schaut. Aber was ist dann? Ist dann nichts? Also, bist du dann nichts? Wenn du dann weißt, wer du wirklich bist, bist du ein Nichts? Ein Nichts ist etwas, was noch nicht mal von sich selbst als Nichts eine Kenntnis hat. Wenn das, was die Persönlichkeitsstruktur zu sein scheint, unser Leben so bestimmt, nicht ist, dann ist das, was dann die Persönlichkeitsstruktur anders färbt. Und das ist kein Nichts. Das, was in dir Frieden auslöst, das ist kein Nichts. Dann müsste es nichts auslösen in dir. Dann wärst du ausgelöscht. Ja, komplett. Also es ist unmöglich, sich als ein Nichts zu sehen. Völlig unmöglich. Also ich kann ja mich selber, mein Gesicht nie selber sehen. Und anstatt meines Gesichtes ist diese ganze Weltblase auf meinem Hals sozusagen, schwebt auf meinem Hals. Ja, okay. Also, ja, ungetrennt. Das heißt, du willst damit sagen, also du als der persönliche Ausdruck bist all das, was hier ist. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Gibt da keinen Unterschied, gibt nur dich. Kein Unterschied, ja. Und müssen wir genauso sagen, bei dem, was hier diese Täuschung ist, diese Welt, wie auch in Bezug auf das, was du als Absolute bist. Mhm. Ja? Okay. Wo fehlt dann da was? Oder wo könnte da was fehlen? Wenn du alles bist, wie viel besser kannst du und musst du dann noch sein? Im Durchfließen lassen oder was auch immer. Ist ja alles vorhanden als du. Darf ich was dazu sagen? Nein. Später. Ich weiß nicht, ob was fehlt. Also eher dieses, es könnte noch... Damit fehlt. Ja, also es könnte noch breiter sein irgendwie. Also der Fluss kann noch... Also du willst mehr Persönlichkeit, ist das deine Idee von Freiheit? Nee, mehr, dass mehr Göttlichkeit durchfließt irgendwie. Muss Göttlichkeit durchfließen, um Göttlichkeit zu sein? Nee. Hm.
Also du siehst, du hast bestimmte Bedingungen, die das Göttliche noch erfüllen muss. Und es ist bereits da. Soweit die Theorie. Ja, genau. Es gilt zu schauen, ob das so ist. Deswegen, solange man das nicht weiß, hat man das Gefühl, es fehlt was. Aber wichtig ist, die Idee, die dahinter ist, was dann dein Vorteil darin ist, dass das Fehlende sich irgendwann ergänzt. Das ist wichtig, das rauszufinden. Und ob das wirklich ein Vorteil ist für dich. Und wenn du dann diese Strukturen, die unbedingt noch was wollen, also an der Persönlichkeit festhängen, durchschaut hast als etwas, was dir nicht dient, weil da nichts dabei rauskommt, was ja eigentlich die Idee ist dahinter, na, dann kann es gehen. Und dann, wenn das geht, zeigt sich das, was ist. Also das, was ist, verdrängt nie das, was nicht ist. Das tut das nicht, weil es mischt sich nicht ein. Aber wenn das, was nicht ist, nicht mehr ist, dann ist das, was ist. Nicht, dass es dann plötzlich das ist, sondern es wird dann für dich sichtbar, sagen wir es so, damit es verständlicher ist. Ist ja immer. Okay. Du hast ja die Frage gestellt, als sie beschrieb, dass alles, was sie letztendlich ist, eben alles, was das ist, was sich zeigt. Und auf der persönlichen Ebene. Nicht das, was wir wechseln dürfen. Also die persönliche zeigt sich dir als all das, was du siehst, als die Welt. Das ist deine Färbung von Persönlichkeit. Ja, aber jetzt passiert ja was, dass ich nehme jetzt die Welt wahr, also alle Gegenstände, Farben, Formen und identifiziere dann vermeintlich andere Menschen und da ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Mein Körper erscheint ja auch so wie der Körper eines anderen, auch mir selbst, aber er gibt mir halt Rückmeldungen, scheinbar, vermeintlich. Und er hat diese Eigenschaft, dass ich quasi willentlich ihn bewegen kann. Und das kann ich ja bei dem Rest der Welt nicht. Scheinbar, sagten wir ja. Scheinbar, da waren wir vorhin jedenfalls. Ja, es ist schon so, dass es schon sehr scheinbar ist. Weil wenn du mir sagst, heb mal deinen Arm, dann könnte dieses Phänomen erscheinen. Und das ist so stark. Also diese Kontrolle über den, vermeintliche Kontrolle über den eigenen Leib, dass ich sagen kann, ich gehe jetzt raus und ich gehe die Treppe hoch und das kann ich mit dir und mit allen anderen aber nicht machen. Also die haben ein scheinbares Eigenleben und deswegen kann ich zwar sagen, ich bin all das, aber über all das habe ich keine Kontrolle und über das hier meine ich Kontrolle zu haben. Deswegen wäre für mich die Frage, wie kann ich die Erkenntnis bekommen, weil du jetzt mehrfach von scheinbar und vermeintlich sprachst, wie komme ich zu der Erkenntnis, dass es wirklich nur scheinbar und vermeintlich ist? Weil das wäre sozusagen der Schlüssel raus aus der Identifikation. Weil das Einzige, was mich so einzigartig macht und anders von allem anderen, ist dieses Gefühl, dass ich da Kontrolle habe. Die übers Welt, da habe ich keine Kontrolle. Geht einfach nicht. Und ob du jetzt aufstehst oder nicht, kann ich auch nicht kontrollieren, scheinbar. Ja, das ist einfach nur dann möglich, wenn du das erkennst für dich selbst. Und wie das geschehen muss, wissen wir nicht. Du weißt, und dann ist Gewissheit, und das kann man gar nicht anders beschreiben. Es gibt kein Erklärungsmodell, verstehst du? Also ich kann es dir sagen, kann sein, dass es plötzlich bei dir Klick macht, weil in dir dieses Potenzial ist, das jetzt zu sehen, und dieser Moment auch da ist, synchron mit dem, was hier gesagt wird. Ansonsten muss es dich dir in irgendeiner anderen Form enthüllen, oder du beschäftigst dich, weil es sich so nagt an dir, beschäftigst dich intensiv damit und beobachtest einfach. Wie ist Funktion von dir? Ja, wie funktioniert das System? Bestimme ich, was ich tue? Ja? Oder kommt die Bestimmung von dem, was passiert, nachdem etwas passiert ist? Ja? Kommt danach dann das für dich Reklamieren, dass du das jetzt ausgeführt hast? Das gilt zu beobachten. Wie ist denn da deine Erfahrung? Meine Erfahrung ist die, dass ich weiß, dass es nicht so ist. Wie soll ich das beschreiben? So
sagt ja gerade, es ist nicht möglich zu beschreiben. In einem Moment habe ich das gesehen, ganz so wie ein Flash, plötzlich wusste ich, das, was hier passiert hat, zu dem, was ich jetzt hier mache, überhaupt keinen Zusammenhang, gar nicht, existiert einfach nicht in irgendeiner Beziehung, ist einfach für sich stehend nichts, was ich bestimmen kann. Dann war das so. Was versuchst du gerade? Bei der Satz bildet sich. Also dadurch hat sich die Identifikation mit einem Tunenden, der du bisher selber warst, die hat sich aufgelöst. Ja. Das heißt, du schreibst dir das nicht mehr auf die eigene Kappe. Also weil ich vorhin fragte, wer ist Muni, wer bist du? Also Muni tut halt irgendwas. Ja. Und bestimmt es vorher nicht. Und du bewertest es aber auch nicht im Nachhinein. Lässt es einfach. So. Also bist auch nicht mehr stolz auf irgendwas. Wenn das gut gemacht wurde, dann kann sein, dass du merkst, Muni ist noch irgendwo stolz auf was, aber... Also schön zu sehen, wenn es gut gemacht wird, ist es immer so. So ein bestimmter Grad an Perfektion ist, in welchem Bereich auch immer, oder Schönheit ist, dann ist es einfach so. Aber es ist nicht persönlich. Schönheit ist schön. Schönheit ist für sich immer schön. Ja. Ja. Und die Gedanken sind praktisch auch weggefallen. Der Bewerter, der innere Bewerter. Ja. Und du machst irgendwas und also bei mir ist es manchmal, mache ich irgendwas. Und ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm oder noch kurz und dann kommt die Reaktion von außen oder ich deutliche dann so und dann denke ich mir, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Und dann kommt der innere Kritiker, die Stimme. Ja. Und sagt dann, was machst du denn da? Hast du denn da wieder für einen Scheiß gebaut? Und das ist bei dir weggefallen. Ja. Und das ist praktisch der Vorteil des Erwachens. Der Vorteil des Erwachens, dass keine Identifikation mit was auch immer passiert. Dass ich nicht mehr darunter wegfällt. Leide, was getan zu haben, sondern es einfach nur passiert. So. Ja, trotzdem kannst du manchmal sehen, dass aus Dingen, die passieren, auch durch dich nicht nur Freude entsteht bei anderen. Das kannst du schon sehen. Das siehst du und du leidest aber nicht mehr darunter. Nein. Aber die inneren Körperreaktionen hast du auch noch. Welche jetzt? Also Aufregung, Spannung. Ja, dass das System mal mehr in Action kommt und mal weniger, das passiert, ja, weil Freude an bestimmten Dingen ist und dann ist das System mehr bewegt, ja. Innerlich so auch. Aber nicht aber keine gedankliche emotional. Keine gedankliche Bewertung. Nein. Denken findet so gut wie gar nicht statt, außer es wird gebraucht. Und es gibt wenige Momente, wo man einen Gedanke auftaucht. Meistens ist er brauchbar. Sogar. Und sonst taucht da gar keiner auf? Nein. Oh, das ist schön, oder? Ja. Er ist ruhig. Für mich ist es so, wenn ich in so einer Präsenz sitze, egal jetzt von welchem Lehrer, muss ich fast schon sagen, dass ich in diese Stille oder wie auch immer, diese Gedankenfreiheit oder diese weniger hämmernde Stimme oder weg ist einfach, wenn ich nach anderen Präsenz hier sitzen kann. Also in meinem Alltag und dann wird es der Sinn sein, also hier auch zu sitzen. Also das brauche ich natürlich als Person, ist klar. Weil du sagst, es gibt keine Übung, man kann ja nichts machen und tun. Weil es ja manche Lehrer wieder gibt, die sagen, man kann es schon machen. Und das ist so die Verwirrung, die manchmal auch sich bei mir dann zeigt. Was ich sehr schwierig finde, warum dann nicht irgendwie, entweder es gibt eine Wahrheit oder mehrere Wahrheiten und dann muss doch einer wohl mal jetzt die Wahrheit sagen. Vielleicht bist du es jetzt dann, weil du jetzt die Nase voll hast von diesen ständig sich widersprechenden Nicht- oder Wahrheiten. Ja, voll irgendwie. Ja,
Das ist immer, daraus werden immer solche Werke geboren, die dann vielen dienen. Schau mal, was es gibt durch dich. Nein, schau, damit wir uns richtig verstehen, ich sage nicht, dass nichts gemacht werden kann, nur dass man in Bezug auf seine Natur nichts machen kann, dass es alles kontraproduktiv ist und man letzten Endes immer da landet, wo eben gesehen wird, es geschieht Nichtmachen. Und wenn Nichtmachen ist, in Form von nicht identifiziert sein mit dem, was Machen ist, dann ist Freiheit. Ja, auch in Momenten, wo die persönliche Struktur noch wirklich voll im Gang ist und es dann Pausen gibt davon und plötzlich tiefe Stille auftaucht, so wie du dann sagst, gehst hier einen Satz an, ist es ja, deine Strukturen sind noch da, aber die machen Pause. So, und dann taucht das auf als Frieden in dir, total. Und insofern ist es ja nicht, dass du jetzt hier bist und tust was dafür, außer dass du hier bist. Ja. Und wenn du dann für dich sagst, das ist dann die Stille von den, vielleicht denkst du sogar anderen, es ist ja deine Stille, die sich dir zeigt, deine Präsenz ist es. Ja. Gut, aber die Idee ist natürlich da, bei vielen Menschen, die eben nur mal stark verhaftet sind in Bezug auf ihre Persönlichkeit, ja, stark anhaften, dafür ist es notwendig, ihnen zu sagen, dass sie was tun müssen, dass sie da nicht dran anhaften. Und wenn die Energie, die an die Anhaftung geht, dieser Persönlichkeit, durch diverse Übungen sich loslöst von dem, was geschieht, dann öffnet sich mehr und mehr das, was still ist in einem selbst. Das ist notwendig sogar für Menschen, die an diesem Punkt sind, wo sie sagen, ich bin so verhaftet, ich kriege überhaupt nichts auf die Reihe. Da kannst du dann sagen, besinne dich auf das Selbst oder mach nichts, weil nichts machen ist ja der Hit. Dann ist es unmöglich für sie, weil sie eben in diesem Machertum sind, dieser Macherenergie. Und also sich als die Handelnde und auch Bestimmende sehen. Und dann musst du ihnen sagen, gut, um dich davon zu lösen, dass du da in die Richtung gehst, die in dir Leid auslöst, dann tu was. Ja, tu was und besinne dich auf das Höchste. Dann bist du im Tun, dann wird dieser Teil befriedigt, der tut und denkt, er muss immer was machen. Und der tut aber dann was Sinnvolles, weil er eben nicht erlaubt, dass das Tun in die Richtung von Leiderzeugung geht. Das ist durchaus sinnvoll. Ja. Nur wir sind hier bei den Non-Dualitätstagen. Da kann ich natürlich nicht sagen, so jetzt rufen wir mal die Engel. Ja. Kann ich machen. Klar, die kommen vielleicht sogar noch. Das wäre das Allerschlimmste. Müssen wir krampfhaft nach Argumenten suchen. Also. Non-Duale dann rechtfertigt. Also das ist immer eine Frage dessen, wo man steht. Von daher bin ich nicht jemand, der sagt, grundsätzlich ist das so, aber in Bezug auf die Wahrheit natürlich. Ja. Weil Wahrheit kann man nicht bewirken durch irgendein Tun oder durch, ja, oder auch durch Lassen. Auch das nicht. Das ist eigentlich, was wir gemacht haben, auch am Anfang, ist ein Hinweis darauf, was ist, wenn eben nicht machen ist. Ja? Und dann ist dafür gar nicht notwendig, das Ganze zu erlösen, was in dieser Form wirkt und Leid bewirkt, wie gesagt, sondern dann zeigt sich einfach schon diese Qualität von Schönheit. Mhm. Innerer Schönheit. Das zeigt sich, war hier im Raum, ganz deutlich. Ja, also ist mir genauso ergangen und aber doch schon einfach so ein Lehrer dann, ich mache jetzt nicht die Lehrer da auf ein riesen Protest eben, aber die Energie von einem Lehrer, einfach, entweder bin ich da so gestrickt, irgendwie das macht bei mir total viel aus. Ist nichts verkehrt, dann sei strikt in dieser Weise, weil wenn du dich in diesen Feldern aufhältst, ist es nur gut für dich, weil du kommst in Resonanz mit dem, was du selber bist. Und je öfter das der Fall ist, umso mehr stabilisiert sich das auch und du lebst mehr aus dieser Qualität heraus, als aus der Verhaftung, jemand zu sein. Und du wirst dann Momente kennen, wo du dann nicht identifiziert bist. Ja? Sei es nur 5 Minuten nach dem Satz sein. Aber dann kannst du sehen, wow, das ist ja auch möglich. Also kann ich das dann sein, was mal identifiziert ist und mal nicht? Was bin ich denn dann? Und diese Fragen sind so total wertvoll. Ja? Die Erfahrung auch, hier zu sein, dass es einfach still wird. Ja? Dann sehen wir, was möglich ist. So ging es mir auch. Ich habe ja nur die Tibeter ein paar Mal gemacht. Da habe ich schon gedacht, das gibt es ja wohl nicht. Was möglich ist. Und dann da habe ich keine Ruhe mehr gegeben. Und natürlich habe ich dann auch alles Mögliche gemacht. Heute lehre ich, mache nichts, aber ich lehre ja auch was in Bezug auf das Höchste. Ich widerspreche mir da nicht, weil ich unterstütze auch Menschen, die sagen, so ich muss diesen das machen oder ich bin noch im Machertum und sage, so dann mach das, das macht am meisten Sinn für dich. Ja? Das ist auch der Fall. Lass ich da nicht hängen. Also
irgendetwas dazu gut für mich erklärt, weil es war für mich immer sehr verwirrend nach außen. Finde ich eigentlich auch ganz gut, wenn es offener kommuniziert werden würde. Na, schau, jeder Lehrer hat ein anderes Ausdrucksgebiet, kann man sagen. Und wenn jemand dann eben dieses radikale Advaita nur lehrt und sagt, ich lasse mich auf die persönliche Ebene nicht ein, fertig, weil dann transportiere ich das besser, es ist für mich reiner, oder ich kann es gar nicht anders oder will es nicht anders, oder hat sich selber noch nicht gelöst von den persönlichen Dingen und denkt dann, wenn er sich komplett davon distanziert und nur Advaita lehrt, dann ist es am allerbesten für ihn selbst oder sie, das wissen wir nicht, wie die Motivation ist, aber es gibt so viele verschiedene Formen von Ausdruck. Und dann muss man schauen, dass man sich dann zu jemandem begibt, wo man sich mehr versteht, sagen wir mal so, in dem, was jetzt dann dein Ansatz ist für dich selbst. Ja. Oder du bist eben nach wie vor bei allen und nutzt die Gelegenheit und nährst in dir diese Öffnung von dieser stille Qualität und erwartest nicht die anderen Dinge und weißt für dich hoffentlich schon möglichst, was für dich das Beste ist. Ja, welche Tendenz deine Bewusstheit tagsüber hat. Oder was dir am wichtigsten ist, was für dich geht. Denn wenn es uns nicht gelingt, den Fokus zu halten in Bezug auf das, was wir sind, oder innen zu bleiben, egal wie man es nennt, ist man nun mal im Dilemma, weil man dann die persönliche Struktur bedient. Ja, ganz klar. Was ja eigentlich kein Dilemma ist, oder? Das ist nur eins, wenn du eben deine persönliche Struktur nicht magst, also damit nichts am Hut haben willst, dann ist es ein Dilemma, wenn du darunter leidest. Wer leidet nicht drunter? Also alle Menschen, die sich nicht kennen, sage ich, leiden. Ganz klar. Das tun sie. Und kompensieren das. Was letztendlich ja auch irgendwie okay ist, oder? Alles okay. Kein Problem. Kein Problem. Du hast gesagt, wenn ich 100% ihr befreien wollte, dann wäre ich erleuchtet. Das erschafft die Vorstellung, dass da jemand ist, der mehr wollen soll. Was ja auch nicht der Realität entspricht. Ja, aber das ist nun mal so, dass auch dieses sogenannte Wollen unpersönlicher Natur ist. Und wenn da diese Energie in dir ist, dann drückt die sich so aus. Okay, also das ist auch nicht persönlich. Natürlich nicht persönlich. Unpersönliches Wollen muss. Alles, was hier in diesem Universum passiert, ist unpersönlich. Es gibt nichts Persönliches. Es ist unmöglich. Das Bewusstsein selbst ist unpersönlich. Das, was das Selbst ist, ist unpersönlich. Und aus dem, was unpersönlich ist, kommt niemals etwas Persönliches. Auch wenn es so erscheinen mag. Niemals. Jetzt mehr wollen, mehr Befreiung. Mehr wollen zu sollen. Mehr wollen zu wollen, quasi. Das wäre jetzt. Nein, das ich habe ja nicht gesagt, du sollst jetzt wollen. Nur ich habe gesagt, da ist eher das Bewahren dieser Persönlichkeitsstruktur und dass da kaum jemand was will. Was Freiheit betrifft. Okay. Nicht, dass du wollen sollst, aber wenn es denn so wäre, wie gesagt, wenn 100% wollen ist, sage ich, wiederhole ich gern nochmal, dann würde sich das jetzt hier zeigen. Wir können auch sagen, wenn 100% in Bezug auf Person sein nicht wollen ist, nicht wollen in Bezug auf die Person, dann zeigt sich das, was du bist. Du kannst auch umdrehen. 100% nicht wollen. Also mit anderen Worten, wenn du total auf die Persönlichkeitsstruktur verzichten könntest, auf die Anhaftung daran. Ja? Das ist das. Daher gilt es zu schauen, woran hafte ich an, was ist es, was mir diese Form, dieser spezielle Ausdruck in dieser Form hier geben soll. Was ist der Profit? Was soll dabei rauskommen? Das ist das, was uns dominiert. Muss ein Profit dabei rauskommen, weil ich meine, für das, was wir sind, wenn wir das sehen, gibt es keinen Profit. Das ist total klar. Ja? Da gibt es nichts zu holen. Es ist alles schon da. Also wer will, wenn er alles schon ist oder alles hat, in dem Sinne aus der Sicht der Person, dann noch was mehr. Geht ja nicht. Unmöglich. Aber die Person, solange sie sich als das sieht, will, ein Vorteil von allem, was sie tut, von allem. Das ist ein weit verzweigtes Firmenimperium, können wir sagen. Ja, ist es wirklich. Und deswegen ist es so wertvoll zu schauen, so, welchen Profit will das System? Welche Tendenz hat das? Will es zum Beispiel Freiheit als Profit
Oder will es Verbesserung der Persönlichkeitsstruktur als Profit? Was will es eigentlich? Und gib mir dieses Erfüllen von dem, was es will, wenn ich sehe, dass ich was erfülle, gib mir das was. Und wenn das durchschaut wird, ist es vorbei mit der Persönlichkeit. Wenn das gesehen wird, okay, ich will wirklich Profit, aber kommt nicht dabei raus, dann geht es nicht so weiter. Das ist die Lösung. Also das Scheitern ist total wertvoll. Ja. Und eine Person will nicht scheitern. Vorhin ganz am Anfang eher interessant, dass kurz das erwähnt, dass dieses mit dem Fühlen, dass das vielleicht oft ein bisschen missverständlich benutzt wird oder so, das war ein ganz interessanter Aspekt für mich, dass, so wie ich es verstanden habe, dass das gar nicht so was Aktives ist, ja. Stimmt das so? Ja. Sondern einfach halt so, aha, so. So. Das Wahrnehmen davon, dass da sich was bewegt. Ja, ja. Kannst du das noch ein bisschen, weil das ist jetzt oft so, ist ein bisschen verbreiteter Irrglaube, dass man so denkt, das ist so, jetzt durch Tennis spielen, jetzt gehe ich mal fühlen, ne, dass das so aktiv. Ja, so sehe ich das. Deswegen betone ich das auch immer wieder, dass das falsch verstanden wird. Dass es ein Tun ist, das ist einfach nur ein Registrieren von dem, was passiert. Ja. Und wenn man sich auf dieser Ebene aufhält und nicht der Ansicht ist, dass man jetzt aktiv was tut, dann ist man ein Stück weit losgelöst von dem, was passiert. Während man dann reingeht und sagt, ich muss das Gefühl fühlen, muss hier und da und dorthin gehen. Diese Aktionsidee. Das Tuers, weißt du? Mhm. Da ist der Tuer aktiv. Ja, ja, ja. Der glaubt, dass er tut und dann tut er wieder was. Ja, ja. Während das Schöne daran ist, dass man einfach sieht, das geschieht so. Und wenn rein einfach dieses Wahrnehmen geschieht, so einfach so, ist es was Schönes trotzdem, ne? Oder kann es gerade. Oder muss nicht, aber ich meine schön im Sinne von nichts, einfach Teil von wie auch immer, was halt. Wenn etwas einfach ist, würde ich sagen, ist das schön. Ja. Weißt du, also wenn da nichts drumherum oder so daraus gemacht wird oder werden muss, also kein Machen ist, ist das einfach Schönheit. Ja. Und zu sehen, was ist, auch für Gefühle oder Gedanken, ist Schönheit. Mhm. Und seine Muster zu sehen, sich zu beobachten, in dem, wie man agiert und reagiert, ist Schönheit. Mhm. Und die Wahrheit zu sehen von den schrägen Aspekten, die man lebt, einfach nur zu sehen, ist Schönheit. Mhm. Ja. Ist Bewusstheit. Und Bewusstheit ist immer Schönheit. Und ja,
erlöst sogar vieles. Nicht nur sogar. Es ist dann gar und dann kann es so sein. Das ist sogar. Sogar. Ja, war ganz interessant, das so zu hören. Ja. Ja, das wäre etwas, was, wenn mich jemand fragen würde, was ich empfehlen würde, was ja glücklicherweise niemand tut, eine Qualität des reinen eben Sehens, was ist, und der Bereitschaft, das zu sehen und auszusteigen aus der Idee, dass man das anders haben will, als es ist. Nur zu wissen, dass es gut ist, nur zu sehen. Die Wahrheit ist das, was das größte Geschenk ist für uns. Diese Einfachheit von dem Sehen, was ist. Und das ist das, was am Ende übrig bleibt, weil was war oder was war, als wir hier am Anfang hier gesessen haben. Und da ist einfach dann mit der Zeit Sehen, es ist still, so. Mehr ist ja nicht. Mehr bleibt von uns auch nicht übrig. Ja, weil mehr ist nicht wirklich. Alles andere ist da drüber gesetzt, draufgesetzt und ist nicht, was wir sind. Aber das Sehen von dem, was ist, das ist das, was, wenn man sagen könnte, es bleibt was übrig, das tut es ja, es ist ja immer, was also noch nicht mal übrig bleiben, ist das Sehen von dem, was ist. Daher kann man gleich damit anfangen. Weil das ist ja dauernd, also Sehen von dem, was ist, ist, geschieht die ganze Zeit. Wenn wir uns nicht dann da damit beschäftigen und auch das noch dafür nutzen, dass wir das färben und mit einem Wunsch versehen, also mit dem, dass es anders ist, als wir es sehen, es gerne anders hätten, eine Vorstellung haben. Und dann erlauben wir uns damit einfach nur zu sein, wenn wir nur schauen. Ohne dass wir es uns erlauben müssen. Bei mir war das so das Hören, es war so total schön am Anfang. Ja. Und dann irgendwie habe ich dann den, ich weiß auch nicht, ich war dann, der Wind war so, das Rauschen. Und dann irgendwie so, ach so, wir sind ja da in dem Raum. Also es war so ganz, war sehr schön, ja. Mhm.